Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Wir haben gerade unser Notfallwarnsystem installiert. Hä? Da steckt jemand in Schwierigkeiten. Schnell, schnell, Tilly, Abschleppwagen. Das ist Erik Bagger. Er hat wohl einen Felsen erwischt. Sieh, sein Raupenfahrwerk ist kaputt. Oh. Oh, Blaui. Ich weiß, das Gewitter ist gruselig, aber wir brauchen deine Hilfe. Bist du tapfer für uns? Ah, ich komme nicht ran. Ich bin zu groß, da passe ich nicht durch. Hä? Oh nein, wir müssen uns beeilen. Ich glaube, der Damm wird überlaufen. Blaui ist klein genug dafür. Gut gemacht, Blaui. Du bist sehr mutig. Oh nein! Der Damm hält nicht. Schnell, Blaui! Gut gemacht, Blaui. Du hast dich deinen Ängsten gestellt. Sieh mal, ein Regenbogen. Macht's gut, euer Gecko. Bis bald. Hallo zusammen. Ich bin Gecko. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Baby Truck kommt heute zum ersten Mal in unsere Werkstatt. Wir haben deshalb für ihre Begrüßung etwas ganz Besonderes vorbereitet. Hallo, Baby Truck. Bist du nervös? Ist schon gut. Du bist hier in sicheren Händen, oder, Mechaniker? Ah, oh. Truck, warte! Oh nein! Wir haben Baby Truck verschreckt! Keine Sorge, Mama Truck. Wir finden sie. Schnell, Mechaniker! Wir müssen Baby Truck finden! Hm. Arme Baby Truck. Wo kann sie denn nur sein? Versteckst du dich, Baby Truck? Weil du nervös bist? Weißt du was? Ich auch. Du bist das erste Mal in der Werkstatt. Wir wollten, dass es für dich was ganz Besonderes wird. Tut mir leid, wenn wir dich erschreckt haben. Aber ich verspreche, dass wir uns besonders gut um dich kümmern werden. Ist das okay? Schnell hoch mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns jetzt sofort. Hab noch einen schönen Tag, Baby Truck. Du warst so tapfer. Gern geschehen, Baby Truck. Vielen Dank, dass ihr heute bei Geckos Werkstatt reingeschaut habt. Bis bald. Hallo zusammen. Willkommen bei Geckos Werkstatt. Heute ist ein ruhiger Tag. Wir machen ein bisschen Frühjahrsputz. Hä? Was war das denn für ein Geräusch? Bobby, der Bus? Du siehst ja gar nicht gut aus. Komm,
Wir sehen uns dich mal an. Oh je, Mimi. Bobby geht es gar nicht gut. Mal sehen, ob wir herausfinden, was los ist. Vielleicht brauchst du mehr Kühlflüssigkeit. Los, los, Mechaniker! Au! Nein, daran lag's nicht. Wartet mal. Aha. Der arme Bobby hat ein Ölleck. Der Motor braucht Öl, um geschmeidig zu laufen. Das können wir reparieren. Der Grund für deine Schmerzen ist, aus einem Rohr läuft Öl heraus. Grüni repariert's mit List. Die Funken fliegen. Applaus, Applaus. Dann noch ein Pflaster angebracht. Ja. Hurra! Grüni, Blaui, gut gemacht. Geht es dir besser, Bobby? Ein weiterer zufriedener Kunde. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal bei Geckos Werkstatt. Bis bald! Fröhliches Halloween! Schon gut, Mechaniker. Ich bin's nur, Gecko. Hä? Wartet mal. Was ist das für ein Geräusch? Da ist es wieder. Ich hoffe, das ist kein gruseliger Halloween-Geist. Puh, was es auch war, ich glaube, es ist weg. Hä? 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 Oh nein, Mechaniker. Ich glaube, in der Werkstatt spukt es. Blaui. Wartet mal. Blaui, komm her. Das Geräusch ist nur da, wenn du dich bewegst. Kein Grund für Stress und Gänsehaut. Da war nur Blauis Rad so laut. Ein Tropfen Öl hilft da zumeist. Schon ist er wieder weg, der Gruselgeist. Puh, Stress vorbei. Jetzt können wir Süßigkeiten sammeln gehen. Fröhliches Halloween. Bis bald. Fiona Feuerwehrauto. Was ist denn los? Dein Schlauch funktioniert nicht. Na, dann schauen wir mal. Keine Sorge, Fiona. Das haben wir gleich wieder. Ich hole meinen besten Schraubenschlüssel. Hm.
was? Kommt schon, Mechaniker. Helft mir doch mal bitte. Geht's dir gut, Gelbi? Okay, das Problem haben wir gelöst. Danke, dass du bei Geckos Werkstatt warst, Fiona. Bis bald. Hallo zusammen. Hier ist Gecko. Wir sind gerade auf dem Heimweg. Was? Das ist Baby Truck. Was war das, Baby Truck? Dein Schnuller ist weg? Sei nicht traurig. Wir finden ihn wieder. Los, los, Mechaniker! Sieh mal bei den roten Blumen nach. Siehst du da etwas? Was ist mit der grünen Hecke? Siehst du da etwas? Irgendwo hier muss er ja sein. Tut mir leid, Baby Truck. Ich finde deinen Schnuller nicht. Blaui! Gut gemacht, du hast ihn. Bitte schön, Baby Truck. Oh. Ende gut, alles gut. Danke für eure Hilfe. Bis bald. Sehr gut, Erik. Ist es jetzt besser? Was war das? Oh, das ist Max Monster Truck. Er sollte hier doch nicht spielen. Baustellen sind gefährlich. Seht euch nur an, wie viel Chaos Max macht. Max hat kein Benzin mehr. Wir müssen ihn da rausholen, bevor der Beton hart wird. Schnell, Mechaniker, holt das Benzin. Oh nein, der Beton wird in einer Minute hart sein. Oh, wie sollen wir denn das Benzin nur zu Max bringen? Erik hat eine Brücke gemacht. Der Beton ist fast fest. Fahr, Max, fahr!
Ich glaube, Max hat seine Lektion gelernt. Danke, Max. Wieder ein Problem gelöst. Wir sehen uns. Bis bald. So ist gut, Mechaniker. Wir machen die Werkstatt schön sauber. Oh, klingt, als hätten wir einen Kunden. Es ist Familie Truck, Mami Truck, Mami Recycling und Baby Truck, die nicht gerade glücklich aussieht. Ein Wackelzahn? Das ist kein Grund zur Sorge, Baby Truck. Wenn er rausfällt, kannst du ihn unter dein Kissen legen. Dann bekommst du eine Goldmünze. Oh nein! Baby Truck hat ihren Wackelzahn weggeniest. Oh, keine Sorge. Wir finden ihn. Los, los, Mechaniker. Igitt! Tut mir leid, Grüni, aber das ist kein Zahn. Oh, oh, oh. Vorsicht, Gelbi. Oh, wir haben die ganze Werkstatt abgesucht, aber wir finden Baby Trucks Zahn einfach nicht. Oh. Wartet mal. An einem Ort haben wir noch nicht geguckt. In Blauis Staubwedel. Aha. Bitte schön, Baby Truck. Jetzt nimm ihn mit und leg ihn unter dein Kissen. Wir sehen uns bald wieder zu neuen Abenteuern in Geckos Werkstatt. Bis bald. Kommt, Mechaniker. Heute kommt Fiona Feuerwehrauto zu uns. Wow! Ich bin Herr Wiesel, Inhaber von Wiesels Werkstatt. Vollautomatische, schnelle Reparaturen. Hallo, Herr Wiesel. Ich bin Gecko. Oh, da kommt meine erste Kundin. Wir reparieren es ratzfatz, drum sind wir auf dem ersten Platz. Wir sehen uns, Frosch. Ich heiße Gecko. Okay, Floella. Das dauert nicht lang. Ich bin nicht sicher, mit welchem Knopf man die Wartung startet. Oh, ich drücke sie einfach alle, das müsste gehen. Komm bald wieder, Felicity. Das ging echt schnell. Oh yeah, sie sieht nicht gut aus. Komm rein, Fiona. Das sehen wir uns mal an. Das ist das Problem. Wiesel wollte so schnell fertig werden, dass er dir Seife in den Öltank gekippt hat. Wir haben das Problem behoben. Fionas Öltank wird uns loben. Ich habe doch den richtigen Knopf gedrückt. Ja, Igitt! Ups, wir sehen uns bald wieder in Geckos Werkstatt. Bis bald! Komm, Grüni, lass uns all den Müll bei Tilly aufladen. Ups. Tut mir leid. Das alte Sofa muss auf die Müllkippe. Wir können es nicht behalten. Da ist Familie Truck, Mama Truck, Mami Recycling und Baby Truck.
Oh nein! Arme Baby Truck, das war eine harte Landung. Wenn wir es nur irgendwie weicher machen könnten. Wie war das, Mami? Du hast eine Idee? Schön, Baby Truck. Dieses Mal landest du bestimmt weich. Gern geschehen, Baby Truck. Oh, danke, Mami Recycling. Es ist immer schön, etwas Neues aus etwas Altem zu machen. Oh nein, Caribus hat heute einen Termin zur Durchsicht. Schafft ihr das, Mechaniker? Ja. Monster Truck brauchen einen Reifenwechsel. Aber wo ist Max? Oh, hallo, Max. Los, los, Mechaniker. Gelbi! Oh, Gelbi hat sich den Kopf gestoßen. Also seid ihr dran, Blaui und Roti. Habt ihr wohl vertauscht? Schon okay. Wir machen alle mal Fehler. Wir müssen die Reifen nur zurücktauschen.
Oh, keine Sorge, Max. Wir haben es gleich geschafft. Oh. Ja. Oh. Baby Truck, wir wissen, dass du Spaß hast. Aber die Reifen gehören Max. Vielleicht sollten wir sie ihm zurückgeben. Oh, gut gemacht, Baby Truck. Es ist wichtig, die Sachen immer zurückzugeben, die man sich ausleiht. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald! Woher kommt das denn alles? Mama! Oh. Oh, Herr Wiesel, alles okay? Ich habe aus Vicky den schnellsten Eiswagen der Welt gemacht. Aber sie ist losgefahren, bevor ich ein Eis essen konnte. Wir müssen Vicky stoppen, bevor sie noch mehr Schaden anrichtet. Da kommt sie. Bereit, Blaui? Ich habe immer noch kein Eis bekommen. Ich hasse Raketen. Kommt, Mechaniker. Wir sehen mal, ob alles okay ist. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Du hast recht, Grüni. Da brennt es. Ich glaube, Fiona Feuerwehrauto ist auf dem Weg. Oh nein! Mama und Baby Truck spielen Truckrennen. Sie sind so laut, dass sie Fionas Sirene nicht hören. Fiona! Wir sollten dich mit einer lauteren Sirene ausstatten. Los, Mechaniker! Lasst uns Fionas neue Sirene einbauen. Genau. Wir brauchen ein schönes, lautes Tatütata. Fertig. Probier's mal, Fiona. Das ist falsch. Klingt nach einer Haustür. Probieren wir's nochmal. Und das klang wie ein Dinosaurier. Wir brauchen ein Tatütata. Das war richtig. Aber es muss viel lauter sein. Der Warnkegel hat dich lauter gemacht, Gelbi. Vielleicht funktioniert das auch mit der Sirene. Das ist ein lautes Tatütata.
Bis bald, Fiona. Danke, dass du bei Geckos Werkstatt warst. Hallo zusammen. Heute hat Grüni Geburtstag und wir bereiten eine Strandparty vor. Langsam. Das sind Heliumballons, deshalb steigen sie hoch. Ah, alles ist bereit. Wir warten nur darauf, dass Fiona Feuerwehrauto mit Grünis Geburtstagskuchen kommt. Vorsicht, Fiona, fahr nicht auf den nassen Sand. Schnell, die Flut kommt. Irgendwie kriegen wir dich raus, Fiona. Ach ja, wir könnten sie mit all deinen Luftballons rausfliegen, Grüni. Ich weiß, du liebst deine Ballons, aber Fiona braucht sie dringend. Können wir sie bitte benutzen? Es funktioniert! Es funktioniert! Oh, oh! Es funktioniert so gut! Sie fliegt davon! Das ist es! Los, los, Mechaniker! Gut gemacht, Mechaniker! Und da kommt der Rest der Partygäste. Schön, dass ihr alle da seid. Gut, dass du geteilt hast, Grüni. Und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hurra! Ah, es ist so schön, Urlaub zu haben. Ich liebe Camping. Das Feuer wird sehr klein. Gelbi, holst du bitte noch etwas Feuerholz? Zeit für eine Geschichte. Ich glaube, das Geschichtenbuch ist im Wohnwagen, Grüni. Danke, Gel. Warte mal. Das ist doch der Radstopper. Das heißt... Schnell! Haltet den Wohnwagen! Oh. Ich muss ihn doch irgendwie stoppen können. Ah. Danke, Grüni. Heiliger Schraubendreher. Hurra! Gut gemacht, Tilly. Oh, gut gemacht, ihr alle. Problem gelöst. Ja, Grüni, jetzt ist Zeit für eine Geschichte. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis bald. Komm, Blaui. Ich glaube, es ist Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Mechaniker. Hä? Bobby, was machst du so spät noch hier? Oh nein, du brauchst einen neuen Reifen. Das kann ich reparieren. Aber wir müssten leise sein. Oh. Oh.
Phew, das war knapp. Nein, 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 nein. Oh. Nein. Fertig, Bobby. Gute Nacht. Vielleicht setze ich mich nur ganz kurz hin. Zusammen. Blaui und ich wollen gerade einen Weihnachtsbaum für die Werkstatt kaufen. Oh, Bobby, der Bus. Er steckt fest. Oh. Hier ist ein Kakao zum Aufwärmen. Keine Sorge, Bobby. Wir holen dich raus. Funktioniert nicht. Hak uns aus, Blaui. Wir probieren was anderes. Oh nein! Jetzt steckt Tilly auch im Schnee fest. Oh, Blaui. Wir stecken wohl auch fest. Sei nicht traurig, Blaui. Irgendwer wird uns helfen. Wenigstens haben wir den Kakao, der uns warm hält. Ups. Sieh mal. Der Kakao hat den Schnee geschmolzen. Ich habe eine Idee. Funktioniert! Warte, Bobby! Gern geschehen, Bobby. Aber was machen wir mit dem umgestürzten Baum? Aha! Perfekt! Und fröhliche Weihnachten! Was für ein schöner, sonniger Tag. Was um alles in der Welt ist das? Wow! Durch diesen großen Ballon wird man meine Werkstatt selbst von Kilometer Entfernung finden. Uff, wer ist das? Ich bin beschäftigt. Max? Mehr Luft in Reifen? Oh, okay. Warte! Herr Wiesel füllt Max Reifen nicht mit Luft, sondern mit dem Helium von seinem Ballon. Das heißt... Haha! Haha! Oh! Ah! Keine Sorge, Max! Ich komme! Heiliger Schraubenschlüssel! Wieso meine Schuld? Oh. Oh, keine Sorge, Max. Uns fällt schon was ein. Max, wenn ich etwas Luft aus deinen Reifen lasse, werden wir wegzischen wie ein Ballon. Oh.
Jetzt geht's, Max. Flieg in Richtung Werkstatt. Bitte schön, Max. So gut wie neu. Diesem Gecko werde ich's zeigen, sobald mein Werbeballon fertig ist. Oh. Blaui! Blaui, wo bist du? Hallo zusammen. Wir arbeiten heute draußen, weil Fionas Leiter klemmt und sie zu groß ist. Oh, deine Reifen sollten wir auch überprüfen, Fiona. Oh, Blaui, holt bitte jemand den Wagenheber? Gut gemacht, Roti. Ich hol mein Werkzeug. Ach du rote Neune. Keine Sorge, Roti. Wir holen dich da irgendwie runter. Grüni, Gelbi, holt eine Decke. Ich habe eine Idee. Roti, wenn ich loslassen sage, lässt du los, okay? Loslassen! Oh. Blaui, jetzt kannst du ein Held sein. Bereit, Blaui? 3, 2, 1, los! Keine Sorge, wir fangen euch. Blaui, ein Hurra für unseren Helden! Komm, du Supermechaniker, lass uns Fiora fertig reparieren. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald!